Salü, meine Lieben, und einen wunderschönen Freitagnachmittag. 15 Uhr, Kaffeezeit. Wie immer, wir plaudern aus dem Nähkästchen und heute habe ich wieder einen Gast dabei. Letzte Woche war ich ja als Aussteller auf der Landpartie in der Festung Ehrenbreitstein in Koblenz. Das war super, super schön, mega anstrengend, aber davon erzähle ich euch gern nächste Woche. Diese Woche habe ich ja einen Gast und zwar besucht mich heute die liebe Sandy aus Frankreich. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Freude habt wie ich. Ich hole sie jetzt mal. Kleinen Moment. Ich sehe schon ganz viele Zuschauer. Hallo Sonja. Hallo Felicia. Und da ist sie, die Sandy. Hallo, salut nach Frankreich. Hallo. Hallo Nicole, ich grüße dich. Ich So, grüße muss ich dich mal hier auch. noch ein bisschen einrichten. Ja. Oh. Und ich wollte auch ganz unfranzösisch nämlich pünktlich sein. Und gerade hat meine junge Hündin noch mal heftig gebellt und hat ihr Spielzeug über den kleinen Zaun geworfen. Und die musste ich jetzt erst noch mal versorgen. Alles klar, Hund geht vor Katastrophe, kenne ich. Oh. Schön, dass du da bist. Ich habe heute auch mich mal ein bisschen besser eingerichtet, sonst bin ich nämlich immer total abgeschnitten bei den Videos. Und dann wurde schon gesagt, oh, man sieht dich gar nicht mehr. Aber natürlich haben die Gäste Vorrang, das ist ja klar. Und ich freue mich wirklich ganz, ganz toll, dass du hier bist. Wir haben ja vorher schon immer mal so ein bisschen Kontakt gehabt. Ich bin aber jetzt super neugierig auf dich und dein Leben in Frankreich. Und deswegen möchte ich gar nicht so viel Vorrede und Vorgeplänkel machen, sondern lass dich ganz einfach direkt zu Wort kommen, weil du unglaublich viel zu erzählen hast. Sandy, wer bist du? Was machst du? Ganz kurz. Ja, ganz kurz. Meinen Namen hast du jetzt gerade schon gesagt. Ich bin sowas wie die kulinarische Botschafterin von Frankreich. Und das ist etwas, das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Niemals würde ich mir das selber anmaßen. Nee, das hat der französische Botschafter in Deutschland, AD, also mittlerweile ist er das jetzt nicht mehr, sondern er ist wieder in Frankreich, aber als der in Deutschland Botschafter war, hat der zu mir gesagt, der Philippe Etienne, Sie sind die kulinarische Botschafterin meines Landes. Das ist so großartig, was Sie tun. Und ich freue mich so, dass Sie das machen. Und es ist so herrlich, einfach mal über Essen zu sprechen, sagte er damals zu mir, und nicht immer nur über Politik. Ja, also das Essen spielt eine ganz große Rolle. Und ich bin Food-Autorin, arbeite für Zeitschriften und Magazine und mache da so Text- und Bildstrecken, immer mit dem Fokus auf Frankreich. Und schreibe seit 2010 meinen eigenen Blog, der Confiture de Vivre heißt. Und darüber hinaus bin ich, was man vielleicht sonst so sagen würde, noch in einem normalen Beruf tätig. Ich bin Psychologin, Coach und mittlerweile auch hypnotherapeutisch ausgebildet. Okay. Genau. Wow, strammes Programm, würde ich da mal sagen. Kurze Frage zwischendurch, schläfst du noch? Ja, gut, meistens jedenfalls. Wow, richtig, richtig toll. Ja, ich habe dich ja gesucht und gefunden sozusagen, als ich im Rahmen meiner Instagram-Live-Serie auf der Suche war nach spannenden Menschen, die genauso wie ich in Frankreich verliebt sind, in Frankreich verbandelt sind oder irgendwo eine Beziehung zu Frankreich haben. Und da ist natürlich sofort dein Instagram-Account aufgeploppt. Confiture de Vivre. Erzähl mal, warum der Name? Ich war mit meinem Mann 2010 auf Hochzeitsreise und wir haben da gesessen, wo wir eigentlich immer gesessen haben, nämlich in Südfrankreich. Und er brachte von einer kurzen Tour, bei der er Wein holen wollte, ein Glas Aprikosenkonfitüre mit. Und wir saßen beide auf dem Balkon und er öffnete das Glas und wir nahmen beide so einen Löffel und waren irgendwie wie im Himmel. Also in diesen reifen Früchten konzentrierte sich irgendwie so all das Gute und das brauchte nicht viel Zucker, sondern es war von sich aus einfach das Gute und Süße des Lebens. Und justament mit unserer Reise und der Entdeckung von dieser Aprikosenkonfitüre fiel zusammen, dass ich anfangen wollte, so einen Blog zu schreiben. Und das war damals noch also super rudimentär, ne? Also überhaupt gar nicht daran gedacht, irgendwann damit irgendwie Geld zu verdienen, sondern ich wollte einfach nur die Erlebnisse aus Frankreich aufschreiben, die Geschichten, die uns hier begegnet sind, irgendwie mit Menschen und am Anfang tatsächlich nur so für Freunde und Bekannte. Und die Idee ist deshalb entstanden, wir hatten so einen Hochzeitsblog, weil wir recht viele Freunde hatten, die von überall herkamen.
Und mein Mann wusste, wie das technisch geht. Und ich brachte irgendwie das mit, ja, gerne kochen zu wollen. Und dann haben wir gesagt, dieser Blog muss Confiture de Vivre heißen. Also ist ein Wortspiel. Manchmal sagen die Franzosen ja auch, okay, was bedeutet das jetzt? Weil grammatikalisch ist ja nicht ganz richtig und so. Stimmt, damals konnte ich noch viel weniger Französisch. Aber es war irgendwie so diese Idee von diese gute Konfitüre des Lebens, also so die Essenz des Guten und Wahrhaftigen. Und das wollte ich da einfach ja, präsentieren. Ja, Genau. das gelingt dir auch wirklich super, super gut. Also wenn ich auf deinen Instagram-Feed gucke oder auch in deinem Blog rumkurve, kriege ich natürlich sofort Appetit und ja, bei mir gehen dann immer sofort die Sehnsuchtsglocken an und ich denke, boah, ich würde jetzt so gern wieder in den Garten gehen und selber Aprikosen pflücken, weil ich weiß ganz genau, wovon du redest. In unserem allerersten Haus damals hatten wir auch einen Aprikosenbaum. Und im ersten Jahr, als der wirklich dann Früchte trug und also als wir da waren, Früchte trug er ja schon immer, aber wir waren ja noch nicht da, da haben wir eben auch, wir haben die wirklich, also kiloweise vom Baum gegessen und dann auch Marmelade davon gekocht, also Konfitüre. Und von daher weiß ich ganz genau, was du meinst. Und wenn du das so erzählst, da kommt mir wieder direkt der Geruch in die Nase. Und ja, wir haben auch super viel dann mit den Aprikosen natürlich gebacken und gekocht und Salate und so weiter. Und das machst du natürlich auch wirklich immer so traumhaft schön. Also deine Rezepte oder dein Essen, das, was du präsentierst auf deinem Instagram-Feed. Also alle, die jetzt zugucken und ihn noch nicht kennen, Confiture de Vivre, unbedingt reinschauen. Ich glaube, das würde euch total gefallen. Ja, das ist sprüht vor Farben, da sind Blüten drin, da sind Kräuter drin, Gemüse, Obst. Also das ist ja zumindest in Deutschland auch schon ein bisschen gewagt, wenn man jetzt mal einen Salat mit Obst anbietet oder mit frischen Blüten. Das ging uns auch immer so, wenn wir Besuch hatten. Und dann gab es Salat mit frischen Aprikosen oder mit Himbeeren und dann gab es Fisch dazu, wo die dann sagen, ich sag, probiert's einfach mal, ihr werdet sehen. Und das sind natürlich dann so diese Geschmacksexplosionen, die sich dann so vereinen. Und ja, also wie gesagt, ich gucke unglaublich gerne in deinem Instagram-Account und auch auf deinem Blog lese ich deine Beiträge. Und ich muss schon sagen, ja, ich kenne das. Viele haben zu mir auch gesagt, boah, schreib doch mal auf, wenn du 13 Jahre da gelebt hast, du musst da unglaublich viel zu erzählen haben. Habe ich eigentlich auch. Aber viele Sachen vergisst man natürlich wieder. Und wenn einem dann wieder ein Erlebnis kommt, dann sagt man, ach ja, stimmt, so war das damals. Vielleicht, wenn ich ein bisschen älter bin, schreibe ich auch noch mal ein kleines Buch drüber. Aber inzwischen, also alles, was mit Esskultur und Tischkultur zu tun hat, das kümmere ich mich ja jetzt in meinem Blog auch ein bisschen drum und versuche das so zeitnah niederzuschreiben, was natürlich nicht einfach ist. Aber ja, du hast erzählt, du bist Food-Autorin. Erzähl mal, hört sich richtig spannend an. Ja, das ist über den Blog entstanden. Also mittlerweile ist der Blog auch so ein Stück wie so eine Visitenkarte im Netz, wo Kundinnen und Kunden einfach sehen können, was ich mache, wie das so funktioniert, wie meine Fotografie aussieht. Und ich habe einfach, ja, mittlerweile ist das bestimmt auch schon 7 oder 8 Jahre her, habe ich angefangen und habe mich einfach selber bei Magazinen und Zeitschriften gemeldet und habe gesagt, oh, ich würde gerne irgendwie die Story erzählen über einen Produzenten oder so und würde das gerne auch mit Bildern untermalen selber und so hat es eigentlich angefangen und ich bin noch heute ganz, ganz dankbar. Das sind nämlich Freunde aus Hamburg, die mir auch die Chance gegeben haben, Vijay und Karen Sapre, die machen ein ganz tolles Magazin, das heißt Effilé. Und damals durfte ich da die erste Geschichte über Cassoulet und über die Herstellung der Cassoulets, also der Töpfe da, Cassoulets dazu schreiben. Und das war toll. Und naja, wie das so häufig ist, ne, das eine ergibt dann das andere und dann hat man mal was gemacht, was man vorzeigen kann. Und so hat sich das so nach und nach entwickelt. Und ich bin da ganz, ganz froh und dankbar und sehr, sehr glücklich, dass ich das machen darf. Und ich schreibe zum Beispiel für das Online-Magazin Taste France. Und das wird aus Frankreich raus gesteuert, ist aber durchaus auch für den deutschsprachigen Markt. Und da schreibe ich jeden Monat eine Geschichte und manchmal gibt es auch ein kleines Rezept dazu, aber es ist immer eine Geschichte, die sich darum dreht, die hier in Frankreich erlebt zu haben mit irgendwie spannenden Menschen und es dreht sich immer um Essen.
Das stimmt. Also ich habe den Newsletter nämlich von Taste abonniert und da kriege ich natürlich auch jeden Monat Post und da freue ich mich immer riesig drüber. Aber wenn ich jetzt weiß, dass du auch dahinter steckst, das ist mir so noch nicht bewusst geworden, da werde ich auch mal weiterschauen. Wenn ich so in den Hintergrund gucke bei dir, da sind Natursteine an der Wand. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie angeklebt sind, oder? Nee, die sind ganz, ganz echt und die sind so echt, die sind nämlich über 300 Jahre alt. Genau. Wir wohnen hier, du wirst es wissen, in einer alten Bergerie. Also, das ist ein Unterstand gewesen, ein Stall für die Ziegen und für die Schafe, bevor es also hier hinter unserem Haus in die Garrigue geht. Und hier hat also der Schäfer vom Dorf, also wie gesagt, vor 300 Jahren hat das ja angefangen. Ja, die Schafe und Ziegen zusammengehalten über Nacht und bevor es dann am nächsten Morgen wieder zum Kräutersammeln ging für die Tiere. Und das liegt ja am Dorfende, das Haus. Und ja, es ist so ein bisschen klischeehaft tatsächlich irgendwie so, ach ja, Südfrankreich, altes Natursteinhaus. Und es ist genauso, wie immer gesagt wird, es ist im Winter schon auch kalt. Also ne, wir heizen hier kräftig. Und aber es ist eben auch einfach ein Haus mit Charakter und Substanz und mit Geschichte. Und das war uns irgendwie wichtig, ne? Dass, ja, und dass auch überall dieser sichtbare Stein ist. Ist auch so. Super. Oh ja, das mit den kalten Wintern, das kenne ich nur zu gut. Also ich war natürlich super traurig, als wir wieder nach Deutschland zurück mussten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so ein warmes Badezimmer, ich genieße es sehr, weil es ist mir noch stark in Erinnerung, die Winter bei 17 Grad, trotz Heizen. Und ja, das ist halt, wer das eine möchte, muss das andere leider mögen. Ne? Das ist dann so ein bisschen so die Kehrseite, die man als Urlauber natürlich nicht so sieht. Aber die 2 Monate, die hält man irgendwie durch. Genau. Mit ganz dicken Pullis. Also im Februar, da habe ich die Hilke zum Insta-Live gehabt und die saß auch mit 3 dicken Pullovern. Und ja, ist halt so im sonnigen Süden. Ist es zwar sonnig, aber auch manchmal ganz schön kalt. Und wenn dann nichts isoliert ist und keine Heizung und Fußbodenheizung schon gar nicht. Aber ich glaube, wir waren da wesentlich gesünder als jetzt, muss ich sagen. Also das härtet schon gut ab. Ja, also ich habe seit 3 Jahren nichts mehr gehabt, irgendwie an Erkältung oder sonst irgendetwas. Also wir haben es hier schon auch gemütlich und wenn der Kamin angemacht ist, sowieso. Und ansonsten freut sich die EDF ab und an mal über ein bisschen Stromgeld von uns. Ja, und Ja. deswegen ist eher so die Überlegung, Solar aufs Dach zu bringen, weil das natürlich Sinn macht. Ich meine, Sonne Ja. haben wir genügend. Ja, definitiv, ja. Genau. Ja, wir hatten ganz kurz angesprochen, deine Autorentätigkeiten. Ich will da noch mal so ein bisschen drauf rumreiten, weil mir hat da ein Vögelchen gezwitschert, dass du gerade in einem ganz tollen Projekt stehst, das kurz vorm Abschluss ist. Und ja, erzähl doch mal, was machst du denn gerade so? Sprichst du auf ein Buch an? Ja, vielleicht. ja, ich muss aber nachfragen, weil oh, es gibt so viele Projekte und insofern, ja, und witzigerweise, es ist ja gar nicht nur ein Buch, sondern es sind 2 Bücher und die Geschichte, wie es dazu gekommen ist, sowieso irgendwie ein bisschen crazy. Das, was jetzt als erstes rauskommt, ist eigentlich das zweite Buch. Und das zweite, was jetzt nur wenige Tage später nach dem ersten rauskommt, war ursprünglich das erste. So. Und manchmal ist das so und der Buchmarkt ist auch unberechenbar, erst recht in Corona-Zeiten. Wer hätte an sowas gedacht, wie das Papier alle geht in den Druckereien? Und deswegen hat es da so ein bisschen Verzögerung gegeben. Genau. Und was ich aber jetzt schon in den Händen halten kann, ist also eins dieser Projekte, weil ich habe mein erstes Exemplar bekommen von Wo Wow. die wilden Kräuter blühen, was Genau. am 3. Juni bei Eden Books erscheint. Wow, Genau. na, das ist ja fast, das ist ja bald, ne? Das ist ja super Das schön. ist, genau, das ist ziemlich bald. Und das ist dann auch der Grund, warum ich mal nach Deutschland komme und es dort vorstellen werde. Ah, gehst du auf Lesereise? Es gibt zumindest die Buchpremiere in meiner Heimatstadt Jena. Und Wow, cool.
was echt irgendwie, hat auch irgendwie was mit zu den Wurzeln zurückzukommen, da in die Heimat wieder zurückzugehen und es dort vorzustellen und tatsächlich sogar in meiner alten Stammkneipe, Café Zentral am Markt. Und die werden das also dort ausrichten für mich und das ist echt schön und ich hoffe natürlich, dass ganz viele Freunde und Bekannte und noch nicht Freunde und Bekannte genauso kommen und einfach Lust haben, sich ein bisschen nach Südfrankreich zu träumen, weil darum Boah, geht's. ganz bestimmt. Also das kann ich mir vorstellen. Du musst den Termin, wenn du ihn hast, unbedingt mit uns teilen. Ich leite den natürlich dann gerne auch an meine Community weiter, weil ich weiß, dass unter meinen FollowerInnen ganz viele Bücherratten sind, ganz viele Leser und Fotografieliebhaber und Rezeptliebhaber vor allen Dingen. Und ja, wo die wilden Kräuter blühen, ich kann es mir ansatzweise vorstellen, weil ich war da schon. Und wenn ich den Titel höre und wenn ich das Titel Bild sehe, dann sehe ich mich sofort zurück in einer wunderschönen Landschaft und umgeben von ganz vielen tollen Gerüchen. Aber andere, die jetzt vielleicht noch nicht so oft da waren oder das noch nicht so genießen konnten, die haben das Bild vielleicht nicht. Erzähl doch gerne mal ein bisschen was über dein Buch. Was machst du? Was passiert in deinem Buch? Erzähl mal. Also, wenn ich es in drei Worten zusammenfassen soll, dann geht es um Leben, Lieben und Genießen. Und Leben deshalb, weil das natürlich ein Stück weit meine und unsere Geschichte ist, wie wir überhaupt hierher gekommen sind, also an diesen Ort, in unser Dorf Tuchan. Und es ist auch die Geschichte, mit welchen Irrungen und Wirrungen und mit welchen abenteuerlichen Geschichten man sich herumschlagen muss, wenn man auf der Suche nach einem Haus ist. Oh ja. Lieben deshalb, weil es ist meine Herzensheimat hier. Und ich bin 2003 das erste Mal in der Gegend gewesen und es war wie nach Hause kommen, auf wirklich eine besondere Art und Weise. Ich war vorher zumindest bewusst in diesem Leben noch nicht hier. Und ich hatte den wirklich tiefen Eindruck, ich komme nach Hause, ich komme zu meinen Wurzeln und ich komme dahin zurück, wo ich eigentlich immer hingehört habe. Und das war bisweilen auch durchaus schmerzlich, weil nach jedem Aufenthalt hier flossen heiße Tränen und es ist mir ganz, ganz schwer gefallen, mich in Deutschland wieder einzugewöhnen. Und gleichzeitig war da die Vorfreude schon immer wieder groß, hierher zu kommen. Und es ist einfach es ist mein Kraftort, das ist meine Gegend. Ich brauche dieses karge, diese sehr wilde, raue Natur, die ein richtig altes Land ist. Und ich brauche mittlerweile ganz doll wirklich die Nähe zur Natur. Und ich brauche die Menschen hier, die uns sehr, sehr freundlich und herzlich hier auch begrüßt haben und auch aufgenommen haben in ihre Dorfgemeinschaft. Und das ist einfach wirklich großartig. Und nicht zuletzt genießen, deswegen ist ja der Untertitel von dem Buch auch die besten Zutaten für mein Landleben in Südfrankreich. Es geht einfach ganz viel um Essen, es geht ums Kochen, es geht vor allen Dingen ums Genießen. Und zwar das Genießen in Gemeinschaft. Ja? Also, wie geht es hier, Freunde zu finden? Wie geht es mit guter Nachbarschaft? Wie geht es, wenn man merkt, ich weiß, Nicole, du bist auch aus dem Osten, das verbindet uns irgendwie auch, ganz viele Parallelen zu sehen, die wir, ich sag mal, von früher her kennen, Ja, ja, was so genau. Gemeinschaft anbetrifft. Und ein Stück weit ist es natürlich auch so eine Reflexion darauf, also wie sind so die letzten Jahre für mich gewesen? Wann habe ich eigentlich angefangen, mir selber so eine Frage zu stellen, was für mich ein gutes Leben bedeutet und wie wichtig das ist, das Leben zu genießen, weil es sich nicht aufschieben lässt. Ja. Ganz genau. Und da bist du natürlich in Frankreich genau richtig, weil das ist ja wirklich nicht nur so ein Klischee, was man von Frankreich hat, sondern definitiv die Kunst, das Leben einfach und einfach zu genießen, ist das ja wirklich eigentlich das urtypischste Französische, was es irgendwo gibt. Und ja, also ich kann da total mit dir sprechen und ich kann es total nachvollziehen, weil das ist ja genau das,
wo es mir so ging, als ich wieder nach Deutschland musste, dass ich gesagt habe, okay, ich komme jetzt hier wieder her und es ist alles nicht mehr so, wie es ganz viele Jahre lang war. Und das war für mich natürlich super schwer. Deswegen habe ich meinen Ausgleich hier gefunden, indem ich eben meine französische Tischwäsche herstelle und dann versuche, über diesen Weg den Menschen so ein bisschen von dieser Lebensfreude, von dieser Genusskultur mitzugeben und sie davon zu überzeugen, dass eben wirklich auch das Leben einfach zu kurz für Papierservietten ist. Und ja, deswegen, also fühle ich da auch eine ganz, ganz enge Beziehung zu dir und weil ich das wirklich mitfühlen kann, genauso wie du das meinst und wie du das erlebst. Und ich muss sagen, ich habe auf deiner Webseite ein ganz tolles Video gefunden. Ich glaube, das ist entstanden im Zusammenhang mit der Vorstellung für dein neues Buch. Und zwar hast du da einen Satz gesagt, den habe ich mir mal aufgeschrieben, damit ich es einigermaßen wieder hinkriege. Also ich rezitiere jetzt mal Sandy Neumann, Confiture de Vivre. Weil ein gemeinsames Essen einfach viel mehr ist, als nur gemeinsam zu essen. Und das ist eben das, was dein Leben ausmacht. Und ja, das war wieder so ein Gänsehautmoment für mich, weil eben genau das ist es, was man in Frankreich erlebt, wenn man mit Franzosen gemeinsam am Tisch sitzt, auch wenn man es zu Hause für sich implantiert und wirklich einfach sagt, okay, wir setzen uns in Ruhe hin, wir essen gemeinsam, wir erzählen, wir reden übers Essen und genau das ist ja letzten Endes auch das, was es ausmacht. Man sitzt ja nicht nur nebeneinander und ja, jeder isst vor sich hin, sondern es ist ja wirklich so, dass man schon, ja, erzähl du mal, du kannst es viel besser. Du hast es auch in deinem Video so wunderschön alles gesagt. Letzten Endes bist du ja mein Gast, erzähl du mal. Ich finde das ganz, ganz schön und es hat mich gerade berührt, als du es gesagt hast und gesagt hast, dass es dir auch so geht. Und also ich bin einfach der festen Überzeugung, dass wenn wir ein Essen miteinander teilen, also das hat ja fast was Archaisches. Also ja, das ist sowas auf der einen Seite Einfaches, aber andererseits etwas, was die Menschheit immer verbunden hat. Also früher hat man halt zusammen am Lagerfeuer gesessen. Heute sitzen wir an einem großen Esstisch. Und also zumindest ist es meine Erfahrung, dass es so unglaublich dabei hilft, andere zu verstehen und auch, dass so, also dass einfach sich vielleicht Missverständnisse oder sowas viel eher auflösen können, weil es über Essen einfach viel leichter geht, miteinander ins Gespräch zu kommen und in Verbindung zu gehen. Und erst recht, seitdem wir auch so lange und so viel hier sind und ich ja im Prinzip als Ausländerin hier in Frankreich bin, ist mir einfach auch noch mal viel, viel deutlicher geworden, wie wichtig es ist und vor allen Dingen, dass ich selber auch eine Aufgabe habe und verantwortlich dafür bin, dass Menschen gut miteinander im Kontakt sind. Und dafür will ich auch einfach viel tun. Also einen Raum öffnen, Menschen einladen, zu verstehen, warum die so denken, wie die denken. Und ich finde, gerade in unserer heutigen Zeit ist es so viel wichtiger, so den Fokus auf das Verbindende zu legen, als das, was uns trennt und wo wir unterschiedlich sind. Ja. Und es erscheint mir einfach leichter zu gehen, wenn man miteinander isst. Und das ist zumindest die Erfahrung, die ich hier immer wieder mache und manchmal auch in Deutschland gemacht habe, was ab und an auch irritierend war, vielleicht auch so im beruflichen Kontext, jemanden zum Essen einzuladen, bevor irgendwie ein Vertragsabschluss war oder so. Für mich ist das wichtig geworden. Und ich ticke einfach europäisch auch und ich kann gar nicht irgendwie so klein denken und sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie Deutsche in Frankreich, ja, das bin ich de facto. Vielleicht gibt es irgendwann nicht nur für meine Hündin, sondern auch für mich einen europäischen Pass, weil die hat den schon, ja. Also so wirklich. Und ich finde, dass das wichtig ist, dass wir einfach aufeinander gucken und einfach sehen, dass, ja, dass wir gut miteinander sind. Absolut, ganz genau. Ja, also ich war letztens, muss ich sagen, sogar ein bisschen schockiert, weil
Dadurch, dass wir ja jetzt wirklich so lange da gelebt haben, ist diese Tischkultur natürlich für mich wirklich in Fleisch und Blut übergegangen. Meine Kinder kennen nichts anderes, die sind so aufgewachsen. Auch jetzt noch, auch wenn es gerade so in der Teenagerzeit immer ein bisschen schwierig ist, sie alle am Tisch zu halten und sie manchmal ein bisschen mosern und maulen. Auch jetzt noch sitzen wir alle zusammen am Tisch und essen und der Tisch wird ordentlich gedeckt und so, wie es sich halt gehört. Und letztens hatte ich mit einer Kundin gesprochen und die sagte, boah, ich finde es ja schon toll, dass ihr euch immer hinsetzt zum Essen, wo ich so dachte, oh Gott, das war für mich jetzt überhaupt noch nicht mal so ein Diskussionspunkt, aber es ist wohl wirklich so, dass Tischkultur sich schon natürlich auch innerhalb der Kulturen unterscheidet, aber dass das jetzt stellenweise auch in Deutschland so ist. Sicherlich gibt es in Frankreich auch Familien, wo es immer schnell gehen muss, aber es muss auch immer schnell gehen. Und es ist ja nicht so, bloß weil man in Frankreich lebt, hat man besonders viel Zeit. Also jeder hat genau seinen Alltag. Und ja, wie hat mein Mann immer mal so schön gesagt, es ist der gleiche Alltag, aber es ist Alltag mit Sonne. Also von daher finde ich das immer super schade, dass man das so ein bisschen als in Anführungsstrichen Entschuldigung hernimmt und sagt, ich habe keine Zeit. Und das möchte ich gern widerlegen. Da arbeite ich wirklich auch dran, den Leuten zu sagen, du hast immer Zeit. Genauso wie du deine Gabel hinlegst, kannst du deine Serviette daneben legen oder die Blume auf den Tisch stellen. Das kann man alles vorbereiten und auch ja, sich einfach wirklich hinsetzen und auch das einfachste Essen genießen. Und das können die Franzosen ja wirklich vorzüglich. Also es muss ja nicht das opulente Mahl sein, sondern diese einfachen Speisen. Und wenn es nur einfach ein paar reife Tomaten sind oder jetzt gerade sind ja wieder die Erdbeeren reif. Also ich beneide dich da so um diese Erdbeeren. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ja, so diese Ruhe zu sitzen und jeden einzelnen Gang ganz in Ruhe zu genießen. Also, das merke ich ja auch bei meinen Kindern. Die essen immer alles separat, so wie sie es halt von früher gewohnt waren. Dann gibt es dann eben eigentlich eine Mahlzeit, aber es sind immer drei, vier Gänge, weil alles separat gegessen wird, um jeden einzelnen Geschmack zu genießen. Und ja, dann manchmal erwischt man sich, dass man sagt, auch eigentlich habe ich überhaupt keine Zeit, ich müsste weiter. Aber die Gespräche, die sich dabei entwickeln, wenn man so entspannt seine Erbsen pickt, also es ist unglaublich und das möchte ich nicht missen. Und ich möchte sagen, das trägt wirklich auch zum Familienverständnis und zum Familienzusammenhalt und zum Familienfrieden auch absolut bei. Also da bin ich total bei dir. Du hast ja auch gerade gesagt, also man hat keine Zeit. Also ich bin ja da so der Überzeugung, man hat ja sowieso keine Zeit, sondern man kann sie sich nur nehmen. Ja? Es gibt einem ja keiner Zeit. Also es kommt ja keiner irgendwie um die Ecke und sagt, ah, heute verschenke ich mal wieder Zeit. Und du wirst jetzt gerade mal bedacht, weil du es vielleicht gerade nötig hast, sondern es ist eine Frage, wofür nehme ich mir Zeit oder wo lege ich meinen Fokus hin und meine Aufmerksamkeit. Und für mich ist es auch so, mein Mann war jetzt 14 Tage in Deutschland unterwegs, ich war alleine hier mit unserer Hündin. Natürlich habe ich jeden Tag sogar zweimal am Tisch gesessen und gegessen, einmal mittags und einmal abends. Und natürlich decke ich auch für mich den Tisch. Und bei uns gibt es auch keine Papierservietten, schon aus Nachhaltigkeitsgründen, aber auch einfach deshalb, weil ich Tischkultur einfach großartig finde. Deswegen finde ich deine Arbeit auch so toll Danke. und habe mich hingesetzt und habe mir dieses Essen geschenkt, weil ich mir das wert bin, ja. Und weil ich meinen Tag gerne genauso gestalten möchte, weil er nämlich ansonsten extrem eng getaktet ist, ne, mit all der Beratungsarbeit auch und so, ne, die ich mittlerweile ja recht viel online mache. Und dann sind das meine Auszeiten, entweder für mich ganz allein oder wenn wir eben zu zweit sind, ja, als Paar oder eben auch, wenn wir Gäste haben. Ganz genau. Ja, ich weiß nicht, weil vielleicht geht es dir ja genauso wie mir. Also ich bin ja morgens, wenn ich meinen Kaffee trinke, meinen ersten Frühstückskaffee, dann mache ich mir den, stelle mir den zusammen, so wie ich ihn dann halt eben in dem Moment trinken möchte. Und dann sage ich, ups, jetzt machst du schnell mal ein Foto. Und das poste ich dann auf Instagram, weil ich einfach denke, oh, ich möchte den Leuten einen schönen guten Morgengruß mitgeben und sie einfach wirklich auch anregen, einen kurzen Moment innezuhalten und wenn es einfach nur ist, sich über ein Foto zu freuen oder wenn man bei dem Video dann sieht, wie der Kaffeedampf so hochsteigt, weil es draußen noch so kalt ist oder und dann kommen oftmals so die Nachrichten zurück, oh, wie schön dein Arrangement, was mich natürlich prinzipiell total freut, aber eigentlich ist es mir total wichtig, immer wieder zu betonen, die Fotos, die ihr seht bei mir, das sind keine Arrangements, das ist das, was ich lebe, so
So sieht es bei uns und bei mir jeden Tag aus, weil ich mache das. Und ja, ich knipse das dann und fotografiere das, weil ansonsten hätte ich dafür nämlich gar keine Zeit. Und ich glaube, ich würde das auch nicht alles alleine schaffen, weil ich mache ja wirklich auch alles bei mir im Atelier selber. Vom Stoff auswählen, übernähen und Marketing und Werbung und was auch immer. Und große Fotostrecken zu machen, dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Das heißt, das, was ihr bei mir seht, das ist wirklich nicht arrangiert. Das ist einfach so aus dem Moment heraus. Und deswegen ist es mir auch oft oder super wichtig. Man kann wirklich einfach die Schublade aufmachen und zieht die Serviette raus, legt die daneben, hat eine Blume oder geht gerade in den Garten und holt sich eine Blüte, weil man sich sowieso was Frisches auf den Tisch stellen möchte. Das ist alles wirklich in einem ganz normalen Alltag auch machbar und das möchte ich einfach gerne vermitteln. Und ja, ich hoffe, dass mir das irgendwann noch mehr gelingt und deswegen freue ich mich natürlich, dass auch von deiner Community heute ein paar Zuschauer dabei sind. Ja, ich habe schon gesehen, ich habe gesehen, dass Holly ist dabei, Holly Becker, zumindest habe ich es vorhin gesehen. Ich sehe Jan gerade, genau. Ansonsten, das ist ja heute mein erster Insta-Live, insofern, ich bin ja totaler Newbie und deswegen ist es gut, Nicole, dass du das alles im Blick hast. Ja, absolut. Also sollte hier noch eine Frage auftauchen, werde ich dir das natürlich mitteilen. Aber ich denke mir mal, ich habe natürlich auch immer so einen Fragenkatalog, den ich so gerne abarbeiten möchte. Sachen, die mich einfach interessieren und wo ich denke, dass das für meine Follower auch wichtig ist. Aber letzten Endes ergibt sich das alles so im Gespräch. Von daher wirst du die Fragen nicht vermissen und du wirst sie definitiv auch nicht hören, weil das sind eben so die ganz typischen Sachen, was für dich Frankreich ist, was für dich Frankreich ausmacht, was für dich wichtig ist in Frankreich. Aber eine Sache, die steht jetzt nicht auf der Liste, aber die kannst du mir total einfach beantworten. Erzähl mir mal, was ist dein Lieblingsessen, würde ich jetzt mal sagen. Was isst du am allerliebsten? Das ist echt eine total schwere Frage, weil ich einfach alles gern esse. Also alles, was auf den Tisch kommt, liebe ich, wenn es auf den Tisch kommt. Insofern, ich kann das gar nicht so richtig sagen. Ich kann vielleicht eher sagen, was bei uns nie ausgeht. Also was immer da ist. Das sind Oliven, das sind Kapern, das sind Anchovies, das ist Senf und Olivenöl. Okay. Und das ist immer da, weil Olivenöl braucht man so ziemlich zu allem und sowas wie Anchovies heben jeden Geschmack. Also da kann man jede Tomatensauce einfach mit aufpimpen und es geht zu jedem Aperitif. Also insofern ist das gibt es bei uns immer vorrätig. Ja. Okay. Ansonsten kann ich es nicht sagen. Ich habe eine große Liebe entdeckt, und zwar zu Zitrusfrüchten. Und das liegt ein bisschen daran, es gibt ja ein ganz großartiges junges Paar hier in der Nähe, also in der Nähe von Perpignan, von hier ungefähr 45 Minuten entfernt. Und die bewirtschaften ein riesiges Areal, das haben sie von einem älteren Ehepaar übernommen, mit Zitrusfrüchten, also mit Zitrusbäumen. Und die haben ungefähr 60 Sorten. Und im Winter, wenn die Früchte halt reif sind, also so von, ich sag mal, Ende November bis Mitte Februar, manchmal Anfang März, dann kaufe ich mir dort also so einen Fruchtkorb jeden Monat und koche also die Früchte ein, mache sehr, sehr viel, also dass ich es fermentiere, also auch also so milchsauer vergären lasse oder salzig einlege oder also relativ wenig doll süße Konfitüre, das gar nicht so sehr. Und ich mache viel dann, dass ich die Schalen trockne und die passen dann super zu einem Salat dazu. Und das ist so echt, wo ich merke, oh, also diese Zitrusfrüchte, da zieht es mich echt hin. Und es gibt so abgefahren tolle Sachen, die einem so überhaupt gar nicht richtig bekannt sind. Und insofern bin ich da ganz froh. Und ansonsten gibt es nichts, was ich herausragend liebe. Ich mag im Winter durchaus wirklich mal ein deftiges Cassoulet essen mit ordentlich Bohnen und sowas. Und jetzt, Frühjahr und Sommer, gibt es bei uns in der Regel einfach viel Gemüse. Ja. Als Salat oder, keine Ahnung, gebacken oder ja, sonst wie. Ja. Gibt es denn in deinem neuen Buch auch Rezepte oder? Nein, also in Wo die wilden Kräuter blühen, gibt es
gibt es keine Rezepte in dem Okay. Sinne. Es gibt an der einen oder anderen Stelle kulinarische Anregungen. Also wie sieht bei uns ein Aperitif aus? Oder zum Beispiel im Januar haben wir die Calzots-Saison. Das ist so eine ganz frühe Frühlingszwiebel und die werden dann so kohlschwarz auf den Grill gegrillt und dann abgezogen wird die schwarze Haut und dann gibt es so eine sehr, sehr leckere, heftige Knoblauchsoße dazu, Romesco-Soße. Also da gibt es schon den ein oder anderen Tipp. Aber es ist kein klassisches Kochbuch in dem Sinne, sondern es ist ein Geschichtenbuch. Okay, also das ist so quasi dann so die Insider am Rande, so die wirklichen Insider, wo wahrscheinlich dann jeder noch was lernen kann, der prinzipiell schon alle Kochbücher, sage ich jetzt mal, durchforstet hat, weil ich frage da nämlich so explizit, weil ich kenne ja meine Follower und ich weiß, dass sie natürlich auch überall aktiv sind und sämtliche Kochbücher schon durchgekocht haben und deswegen immer auf der Suche Ja, nach was Neuem, Tollen sind. also es ist eher so eine Einladung, sich so auf den Weg zu machen, vielleicht Südfrankreich zu bereisen, vielleicht auch mal nicht unbedingt in der klassischen Sommersaison, wo es natürlich, also man ja hier aus dem Vollen schöpfen kann, aber wir schöpfen genauso im Winter aus dem Vollen. Also ich liebe es im Herbst, wenn die Esskastanien kommen und eben, wie gesagt, im Januar, wenn die Calzots soweit sind. Also das ist dass diese Gegend einfach kulinarisch ganz viel zu bieten hat, ist das eine. Und das andere, dass das Reisen und das Entdecken von einem Land und womöglich sogar Bekanntschaft mit anderen Menschen machen, eben wiederum sehr gut über Essen geht oder eben über das Entdecken von guten Zutaten oder Produkten. Gibt es da jetzt einen besonderen Tipp, wo du sagst, bei dir in der Gegend, einen Ort oder ja, wo man wirklich super gut mal hinfahren sollte, unbedingt im Winter? Naja, also wenn man es eben trotzdem auch ein bisschen wärmer haben will, dann ist es bei uns schon ganz gut. Und zum Beispiel Perpignan, was ja, also ist von uns knappe dreiviertel Stunde entfernt, ist ja die wärmste Stadt in Frankreich. Und es ist eben hier keine Seltenheit, dass wir Ende November, Anfang Dezember auch bei 20 Grad in Perpignan sitzen. Und das wäre also sowas wie eine Empfehlung. Diese Stadt zu besuchen, die ist übersichtlich und da gibt es kulinarisch unglaublich viel zu entdecken. Und zwar wirklich für jeden Geschmack. Also sowohl für diejenigen, die vielleicht Südfrankreich noch gar nicht so sehr kennen und die sagen, ach, wir gucken einfach mal auf die Märkte und gehen vielleicht in ein ganz klassisches Restaurant, als auch die einfach kulinarisch ja schon ewig lange unterwegs sind und eher mal so nach dem Besonderen suchen, dann gibt es großartige kleine Bistros und Restaurants von jungen Leuten, die zum Beispiel auch mit Winzerinnen und Winzern arbeiten, die nur Naturweine machen. Und es gibt zwei, die lieben wir in Perpignan. Das ist einmal La Famille. Es ist ein junges Pärchen, was das betreibt. Und das andere ist das Pampa. Und das ist großartig. Und wir haben einen Freund, der ist Sternekoch, der hat einen Stern. Und trotzdem ist diese Küche wirklich zugänglich und das Restaurant ist klasse. Das Christoph Kohm mit seinem La Galinette. Also, und das kann man das ganze Jahr über besuchen. Ja. Das hört sich toll an. Also da kriege ich direkt wieder Lust. Ich muss noch ein bisschen warten. Ich darf erst im August wieder. Und da ist natürlich voll die Hochsaison. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es gar nicht. Aber gut, die Kinder haben halt nur dann Ferien und dann muss man fahren. Und letztendlich haben wir ja wirklich alles schon bereist, erlebt, im Winter gesehen. Und von daher sind wir immer wieder erstaunt, wie sich doch eine Gegend nicht nur aufgrund der Temperaturen verändert, sondern eben auch mit vielen Menschen. Und ich kann es wirklich auch nur bestätigen und sagen, also wer die Möglichkeit hat, wer die Chance hat, reist außerhalb der Hauptsaison, nehmt einfach mal die Landstraße und lasst die Autobahn links liegen. Allein das schon ist ein Weg, der wirklich, wo der Weg das Ziel ist und dann wirklich einfach zu sagen, okay, ich halte jetzt an und traue mich auch mal an einem Bistro oder einer Brasserie anzuhalten, die halt von außen nicht so schickimicki aussieht, weil da ist man nämlich meistens am allerbesten. Und ja, definitiv. Also das würde ich auch absolut unterschreiben. Ja, man hört's, man sieht's, du bist verliebt. Frankreich ist genau dein Land und das Essen, der Genuss. Gibt es was, wo du sagst, das magst du gar nicht? Also es kann ja jetzt nicht nur alles toll sein.
Ja, also das ist auch gar nicht bei mir so. Also das habe ich im Übrigen nie gehabt. Also es war nie so eine verträumte, oh Gott, in Frankreich ist alles so großartig und überall anders ist es das überhaupt gar nicht so. Was habe ich nie gehabt? Also es war immer eher so etwas, was man vielleicht eine erwachsene Liebe nennen würde, ne? Oder sowas wie eine Beziehung auf Augenhöhe. Ich glaube, so geht es mir mit Frankreich. Also wie in einer guten Beziehung. Also wir begegnen uns auf Augenhöhe und wir wissen, was wir an dem anderen haben. Und es gibt einfach Eigenheiten, die sind ziemlich ätzend. Und wenn man aber miteinander sein will, dann sind auch die ätzenden Sachen, gehören eben da auch dazu. Und also was mich regelmäßig und immer wieder annervt, ist irgendwie französische Administration. Ich meine, wir haben in Deutschland sowas auch. Das ist schon so hier, also ich bin da schon wesentlich gelassener geworden, aber ich merke, das ist, oh, also gerade aktuell wieder, also ich hatte bei der Gemeinde angefragt, weil ich, und es ist ein Kunstprojekt, also es ist noch gar nichts irgendwie Großartiges, in diesem Sommer so ein kleines Bistro ephemer anbieten will, also wie ein Pop-up-Restaurant. Zweimal in der Woche, nur im Juli. Und die Bürgermeisterin war super begeistert und sagte aber auch, und die ist wirklich schon, die ist sehr wendig und flink. Und sie sagte, naja, du weißt ja, das muss durch den Gemeinderat. Und es könnte auch sein, wir müssen bei der Präfektur fragen. Naja, das Ende vom Lied ist, ja, der Gemeinderat hat zugestimmt. Es hat auch ein paar Wochen gedauert, ne, bis sie sich treffen konnten. Und offizielle Anfrage und alles. Und nun, jetzt liegt es bei der Präfektur und na, wir haben heute den 20. Mai. Eigentlich sollte das im Juli sein und ich müsste natürlich auch einiges vorbereiten und still ruht der See. Ne? Also, und das ist schon so, ne, oder Arbeit mit dem Finanzamt oder ja, ein Auto zulassen. Naja, ich sag nur, also es steht hier drin, im Schweiß meines Angesichts habe ich es getippt und nun Ah, ja. super. Also all diese schönen Geschichten stehen in deinem Buch. Boah, Genau, das macht ja genau. wirklich total Lust. Also ich glaube, ja, wenn ich das lese, ich mache dann überall Kreuzchen, wo ich sage, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Und wahrscheinlich ist das ganze Buch voll mit Kreuzchen. Ich glaube ja. Das hört sich wirklich richtig, richtig spannend an. Ja, also ich bin ja wirklich auch so eine Leseratte. Ich bin ja noch so vom alten Schlag. So Filme gucken und so ist jetzt nicht so meins. Da habe ich auch gar keine Lust drauf. Ich liege viel lieber in meiner Hängematte mit einem schönen Buch. Und wenn ich schon mal so eine Buchautorin hier habe im Gespräch, würde ich natürlich total gerne die Chance nutzen. Gibt es denn, oder nee, anders, hast du eine Lieblingsstelle in deinem neuen Buch, wo du sagst, also so eine Textpassage, wo du sagst, also das ist so typisch für dieses Buch oder für mich, oder weil ich kann mir vorstellen, im Hintergrund sind jetzt schon ganz viele, die scharren mit den Hufen und sagen, oh, wie ist das, was steht da drin? Kann ich irgendwo was sehen? Gibt es da irgendwo einen Auszug? Soll ich was vorlesen? Oh ja, lass uns mal gucken. Ach klar, komm. Also ich glaube, da sind alle begeistert. Da kann man sich nämlich direkt ein bisschen was drunter vorstellen. Und das, ich glaube, das ist auch ganz schön, weil es ist so ziemlich auch der Einstieg für uns hier gewesen im Dorf. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, als wir hier mit unserem Umzugstransporter angekommen sind. Und das heißt, wenn's Männer regnet. Ich sitze im Bett. Dem Herzinfarkt nahe. Was ist das? Gerade noch hatten wir uns todmüde in die Laken gefaltet, nach einer nicht enden wollenden Fahrt mit dem Umzugstransporter von Hamburg nach Tüchern. Stundenlang Räumen und ein paar ersten Gläsern altem Carignan von Katie und Jean-Marc in der milden Septemberluft vor unserem Haus. Noch immer wie gelähmt lausche ich. Eine ohrenbetäubende Kakophonie dringt durch das offene Schlafzimmerfenster. It's raining men, schallt es aus dem Dorf herauf, und ich frage mich, was die Weather Girls hier in unserer 800-Seelen-Gemeinde verkünden wollen. Urplötzlich ist die Musik aus, und nach kurzem Geknacke tönt es Allo, Allo. Gefolgt von Worten, die ich unmöglich verstehen kann. Nicht nur, weil ich noch reichlich Lernbedarf in der französischen Sprache habe. Der Wind trägt die Worte fort.
Irgendwas von Marché und Producteur und Place de la Mairie kann ich noch ausmachen. Dann knistert es nochmal und dann ist alles wieder still. Was war das? Ich schaue in Steffens knittriges Gesicht. Die scheinen hier noch Lautsprecherdurchsagen zu machen. Mein Mann taucht aus seinem Traumland auf. Ich wusste nicht, dass es sowas noch gibt. Halleluja, wir scheinen wohl unseren ersten Dorffunk überlebt zu haben. Nun möchte ich, dass sich vielleicht noch ein ermuntertes I will survive anschließt, dann könnte ich aufstehen. Doch die Stimme ist verstummt. Ich gehe mal bei Pierre nebenan fragen, was es mit den herabregnenden Männern auf sich hat. Ja, dann kannst du auch gleich mal fragen, wann er hinter dem Haus aufräumt. Typisch mein Mann. Ich will aber nicht gleich mit der Haustür ins Haus fallen. Die rostigen Gasflaschen stehen noch immer da, wo sie schon bei unserer Besichtigung standen. Unsere Vorstellung von Aufräumen und Wegräumen sind offensichtlich nicht sehr ähnlich. Ich schlüpfe ins nächstbeste Kleid und Schlappen und krame im Wortschatz, wie ich Dorffunk übersetze. Im Dorf hängen die Lautsprecher an den Masten. Die sind schon alt, funktionieren aber noch. Alles, was wichtig ist, wird von der Mairie, dem Bürgermeisteramt, aus durchgesagt. Pierre gibt sich Mühe, damit ich ihn gut verstehe. Die morgendliche Durchsage kündigt den Markt an. Händler und Produzenten werden namentlich vorgestellt und die Produkte angepriesen. Wegen der Gasflaschen. Ich hoffe, dass er darauf anspringt. Tut er nicht. Wegen der Gasflaschen hinter dem Haus versuche ich es erneut. Immer noch keine Regung. Steffen will ein bisschen aufräumen, damit wir alle vier, ich mache eine ausladende Geste, Platz genug für die Autos haben. Wenn du Hilfe brauchst bei den Gasflaschen oder den anderen Dingen, ich zeige auf den Haufen Klimbim, der sich bis zu unserer Ankunft noch vermehrt hat, wir könnten das zusammen machen. Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich habe das für heute geplant. Mal sehen, was sein heute ist. Vermutlich bedeutet heute eventuell morgen. Wahrscheinlich nächste Woche oder irgendwann, womöglich gar nicht. Den Versuch war es jedoch wert, steht der Tropfen wird den Stein höhlen. Ich habe Französisch geübt, Nachbarschaft gepflegt und will jetzt mal entspannt sein. Der Markt ist eine Freilichtbühne mit regelmäßigem Spielplan, immer gleicher Besetzung und ein Geschenk in seiner Vielfalt. Montags und donnerstags präsentieren sich Obst, Gemüse und Käse appetitlich und verlockend. Und die Dorfbewohner mit ihren Eigenarten. Jeder hat seinen Platz, seine unverwechselbare Rolle und das Stück folgt einer eingeübten Dramaturgie. Dann gehe ich zu Penelope, das ist meine allerliebste Käseverkäuferin und die also immer das Allerbeste aus ihrem von der Ziegenmilch mitbringt. Und ja, es ist so wirklich so ein bisschen wie so ein Theaterspiel und man kennt sich und man geht zu dem und zu dem und es wird irgendwie so ein kleiner Plausch gehalten und genauso ist das da auch, ja. Und wenn ich montags oder donnerstags dahin gehe, dann mache ich einen kleinen Plausch mit Rudi, dem Gemüseverkäufer. Und es ist immer so, dass er am Schluss dann noch fragt, und noch ein bisschen Petersilie? Und dann sage ich, ja, natürlich. Und dann legt er ein Sträußchen Petersilie mit oben drauf. Und so ist das halt hier. Absolut, total. Ich will dir gar nicht so viel von deiner Zeit klauen. Du Und klaust mir keine deswegen. Zeit. Es ist so unglaublich wertvoll, mit dir hier zu plaudern. Auch das ist es wieder. Man nimmt sich die Zeit. Man kriegt sie nicht einfach so von irgendwo her. Und Freitagnachmittag finde ich es immer so eine richtig schöne Zeit, sich mal einen Kaffee zu machen, kurz mal runterzukommen, auch wenn es natürlich danach weitergeht. Also es ist jetzt nicht so, dass mein Tag vorbei ist und deiner mit Sicherheit auch nicht. Aber gerade so Freitagnachmittag denke ich, wenn die Woche schon wirklich so weit fortgeschritten ist und meistens der Wahnsinn des Wochenendes gerade in Familien dann so ansteht, finde ich es halt super wichtig, einfach mal so eine halbe Stunde eine Pause zu machen, einen Kaffee zu trinken. Und deswegen habe ich mir das auch so überlegt, Ende letzten Jahres, dass ich doch mal so ein bisschen die Community gerne zusammennehmen möchte und einfach auch so ein bisschen was bieten möchte, damit man sich einfach auch mal wieder so ein bisschen in den sonnigen Süden träumen kann, wenn man halt gerade nicht im Urlaub ist. Weil bei mir dreht sich ja wirklich auch alles um Frankreich, Tischkultur und so weiter. Und es gibt kaum jemanden,
bei mir, der eben Frankreich nicht liebt. Und von daher suche ich natürlich immer spannende Gäste, die tolle Geschichten zu erzählen haben. Und das bist du natürlich auf alle Fälle. Und wir jetzt auch noch hier mit einer Live-Lesung. Das finde ich richtig, richtig toll. Und das ist im Übrigen auch das erste Mal, dass ich überhaupt daraus vorgelesen habe. Also Wow, sozusagen, Premiere, ich also werde Premiere, verrückt. Premiere, weil es kommt ja tatsächlich erst am 3. Juni raus. Und wir können da noch einen oben draufsetzen. Das hatte ich dir ja schon angekündigt. Also wir können miteinander, und ich würde dich einfach bitten, das zu organisieren mit denjenigen, die jetzt heute hier zu Gast sind, dass ein Exemplar verlost wird, und das würde ich auch signieren. Und das kommt dann pünktlich zum Erscheinungstermin am 3. Juni bei jemandem an. Wow, super. Das hört sich richtig, richtig toll an. Ja, ich denke, ich mache ja mal so eine Zusammenfassung von dem Video. Da werde ich das nochmal ganz explizit reinschreiben. Wir klären das dann gleich nochmal, wie wir das am besten machen. Und ja, alle, die natürlich gerne teilnehmen möchten, die das Buch gewinnen möchten, hinterlasst bitte auf alle Fälle erstmal einen Kommentar hier direkt unter diesem Video. Das ist super wichtig. Und dann, wie ausgelost wird, wann ausgelost wird, das schreibe ich noch rein. Das müssen wir noch klären. Das ist jetzt natürlich wirklich ein bisschen spontan, aber spontan mache ich am liebsten. Das kriegen wir geklärt. Also super, ich freue mich, weil ich kann mir wirklich echt vorstellen, dass es da draußen ganz, ganz viele gibt, die auf dieses Buch warten. Und ja, ich bin ja Veranstalter und Gastgeber, ich darf leider nicht mitmachen. Also sag mir mal bitte, wo kriege ich das her? Gibt es das als Nicole, klassischen? für dich ist es schon in Planung. Oh nein. Ja, Oh, ja, wie ja. schön. Die Information ist schon beim Verlag, und ich arbeite da wirklich mit ganz tollen Frauen zusammen und bin denen da sehr, sehr dankbar. Und also dir geht in jedem Fall ein Exemplar Oh zu. wow. Und dann setze ich jetzt noch einen oben drauf, weil ich lese ja wirklich super gerne und ich weiß meine Community auch. Also das Buch, wenn ich es gelesen habe, das werde ich dann auf alle Fälle auch mit einer Rezension bedenken und werde dann auf meinem Blog auch einen Artikel schreiben, wo ich euch dann ganz genau erzähle. Also ich verrate natürlich nicht alles, aber wie mir das Buch gefallen hat und was alles so los ist in dem Buch. Das heißt, ihr könnt auf alle Fälle dann auch nachlesen. Und ja, da kriege ich dann aber die Information, wo man das Buch dann noch kriegen kann und wo es zu kaufen ist und Im leite das Prinzip bitte rüber. überall da, in jeder guten Buchhandlung. Ach, perfekt. Ich sage immer, geht zu den kleinen Buchhändlerinnen Genau. und Buchhändlern, unterstützt die, geht vor Ort, ne? Nicht die Big Player, sondern wirklich geht dahin, kommt vielleicht mit den Leuten ins Gespräch, und ja, das glaube ich, ist auch wichtig, da einfach zu unterstützen. Super, genau. Also das finde ich auch, da bin ich total bei dir. Also toll, dass es das wirklich auch richtig echt als Buch gibt und dann auch im Buchhandel. Ja, die Infos gebe ich dann auch nochmal weiter, auf alle Fälle. Wie gesagt, wer gewinnen möchte, soweit sind wir schon, kommentiert hier direkt unter dem Video. Und dann fassen wir das auch nochmal zusammen und machen dann, denke ich mir, mal nochmal einen kurzen Hinweis dazu, wie es funktioniert. Oh, da freue ich mich. Und ich kriege auch eins ab. Oh, wie schön. Das war jetzt aber nicht der Grund, warum ich dich eingeladen Nicole, das habe. ist mir völlig klar. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, und das ist mir eine Herzensangelegenheit, dir da ein Exemplar zu schicken. Ach, da freue ich mich. Also, ihr werdet alle davon profitieren. Ich schwör's euch. Und tja. Jetzt lass mich ganz kurz nochmal nachdenken. Eigentlich gibt es natürlich noch tausend Sachen, die ich dich fragen könnte, die wir erzählen können. Ich glaube, wir müssen dann irgendwann nochmal was machen. Aber du hast ja gesagt, das ist eigentlich das zweite, ist das, was als erstes erscheint. Was Ja, ist denn mit dem anderen Buch, genau. oder? Genau. Also das zweite Buch, was ursprünglich das erste war, was also am 7. Juni kommt, das ist ein Speiseführer für Südfrankreich. Wow. Genau. Also, ne, so wie man sonst einen klassischen Reiseführer kennt, habe ich einen Speiseführer geschrieben für Südfrankreich, und zwar für die Region, die mittlerweile relativ groß gewachsen ist, nämlich Provence-Alpes-Côte d'Azur. Und genau. Und das wird ein Buch sein, was im Conbook Verlag erscheint. Und es wird eine Reihe geben. Also es wird noch viele andere Speiseführer auch geben von ganz tollen anderen Autorinnen und Autoren. Und ich konnte halt diesen Speiseführer für Südfrankreich schreiben.
wo es darum geht, 30 Gerichte, Zutaten, Spezialitäten vorzustellen. Und mir war es wichtig dabei, natürlich kommen da auch die Klassiker vor, ja, und es wird einfach auch viel an Hintergrundinformationen gegeben zur Bouillabaisse oder zu Ratatouille. Aber es sind halt auch einfach mal, ja, also unbekanntere, sehr traditionelle oder besondere Speisen und Produkte aus der Provence, wo ich finde, dass es das auch wert ist, das einfach mal zu präsentieren. Und das Buch ist einfach so aufgebaut, dass also diese 30 Speisen vorgestellt werden, man immer Tipps bekommt, also wo, in welchen Restaurants kann ich die besonders gut essen, kann ich das irgendwo einkaufen, kann ich es womöglich sogar im deutschsprachigen Raum einkaufen, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und es sind Tipps für wahnsinnig viele Märkte dabei. Es gibt ein Stadtporträt Marseille, weil Marseille einfach so eine Lieblingsstadt geworden ist. Übernachtungstipps und so, dass man, also wenn man sich kulinarisch durch die Region PACA bewegen will, kann man das gerne tun. Ab Wow, 7. Juni. wunderbar. Du hältst uns unbedingt auf dem Laufenden. Das hört sich nämlich auch super, super spannend an. Da können wir ja dann gleich eine riesen Buchrezension draus machen. Aber das ist ja dann genau das, was wirklich die Kochbegeisterten und die Genussmenschen dann wirklich auch nochmal aus der Reserve lockt, denke ich mir mal. Weil sowas so spontan, würde ich sagen, habe ich sowas noch nirgendwo gesehen. Gerade wenn es dann auch regional ist und wirklich regional ist und eben nicht nur die Klassiker. Man möchte ja doch ganz gerne was sehen und dann, wenn man das noch verbinden kann mit regionalen Informationen, toll. Also dann werde ich das Buch, wenn das am 7. Juni erscheint, kann ich das ja dann schon mal lesen und kann dann im August bei dir vorbeischauen. Ach nein, dein Table d'hôte, wenn das klappt, ist nur im Juli, oder? Ich wohne ja nicht in der Provence. Also wir wohnen ja hier in den Corbières im Département Aude. Und das ist ja Richtung Spanien. Aber du könntest mit dem Speiseführer dich nochmal neu inspirieren lassen und vielleicht deine eigene Region, wo du so lange gelebt hast, nochmal anders entdecken oder wiederentdecken. Ja, definitiv. Ja, auf der Durchreise waren wir oft, wenn wir nach Spanien gefahren sind. Von daher könnte man doch mal anhalten. Na, wir werden mal schauen. Also es gibt auf alle Fälle noch super viel zu entdecken in Südfrankreich und super viel zu tun. Ich freue mich riesig und ja, ich wollte fragen, gibt es noch zum Schluss was, was du uns gerne noch mit auf den Weg geben möchtest? So ein kleines Schlusswort von Sandy Neumann, Confiture de Vivre. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt. Das Leben ist nicht aufzuschieben und es ist gut, es einfach jetzt zu tun und das Leben zu genießen und sich selber was Gutes zu tun und sich vielleicht ab und an eine gute Frage zu stellen, nämlich was brauche ich eigentlich für mein gutes Leben? Merci beaucoup. Da gibt es nichts mehr zuzufügen. Ich freue mich riesig, dass du heute da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und danke dir ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende und ganz viel Erfolg für dein Buch. Da bin ich eigentlich, oder die Bücher, da bin ich ja eigentlich sowieso davon überzeugt, dass das ein Knaller wird. Ja, und für alle anderen, nächste Woche wird wieder aus dem Nähkästchen geplaudert. Da erzähle ich euch dann, wie es auf der Landpartie war, auf der Festung Ehrenbreitstein und stelle die neuen Toile de Juif-Stoffe vor, die ganz kurz vorher noch eingetrudelt sind. Aber für heute ist es genug. Ich wünsche euch wirklich ein super schönes Wochenende. Genießt die Zeit und vielleicht guckt ihr mal, setzt euch gern hin. Das Wetter ist ja wirklich schön. 5 Minuten neben dem Rasenmähen und neben dem Unkrauthaken einfach mal hinsetzen und das Leben einfach genießen. In diesem Sinne, salut! Au revoir. Merci.